Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Elder Scrolls Online. Im letzten Part haben wir ein bisschen mit der Beraterin und dem Verwalter von dem netten Hauptmann bzw. der netten Hauptmannin Astania geschnackt und herausgefunden, dass der Plan mit den Positionen für die Wachen tatsächlich gestohlen wurde und das Fleisch für das Fest vergiftet wurde. Und mit diesen Tatsachen wollen wir sie dann jetzt mal konfrontieren. Hallo? Ich will mit dir reden. Sagt mir, was ihr gefunden habt. Ja, ich habe hier diese. Gut, gut. Hört zu. Ich drangsaliere euch wirklich nur ungern, aber ich habe noch eine Aufgabe für euch. Heldil, einer meiner Männer, hat hier in der Nähe einen Ganoven in die Enge getrieben. Wir müssen mit diesem niederen Gesindel sprechen. Was hat er getan? Wir haben keine Zeit für lange Unterhaltungen. Er ist in eine Verschwörung gegen die Königin verstrickt. Mehr kann ich nicht sagen. Wir brauchen jemanden wie euch, um an ihn heranzukommen. Er weigert sich, mit einem Mitglied der Wache zu sprechen. Möchtet ihr diesen Beweis, den ich gefunden habe? Das kann alles warten. Okay. Heldil ist hier die Treppen hoch, bei dem Haus dort rechts. Geht schon. Und vergesst nicht, ihr steht in Diensten der Königin. Für die Königin. Okay. Ja gut, die scheinen da alle nicht so interessiert zu sein. Was soll's, ne? Dann, schnacken wir mal. Gewittert das gerade oder was ist da los? Es ist aber hübsch hier. So, dann schnacken wir mal mit, hier sieht man ein bisschen die Sonne und so. Also es ist schon ganz nice, aber wenn man das jetzt mal vergleicht optisch mit zum Beispiel Skyrim, dann stinkt es natürlich doch gewaltig dafür ab. Aber man kann jetzt wieder argumentieren, es ist ein MMO, es ist viel, viel größer und so. Dann ist es wieder in Ordnung. Wachtmann Heldil, guten Tag. Tretet bitte zurück. Wir haben hier ein Problem. Euer Hauptmann schickt mich. Sie meinte, ihr bräuchtet Hilfe. Ah, Hilfe vom Hauptmann. Hervorragend. Wir haben da drin einen gefährlichen Mäher in die Enge getrieben. Er wird von der Krone gesucht, hat wertvolle Informationen und droht jedes Mal, sich selbst zu töten, wenn wir uns der Tür nur nähern. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich brauche ihn lebend. Geht einfach nur da hinein und bringt ihn zum Reden. Hört nicht darauf, was er sagt. Er ist halb verrückt. Wir kommen danach, sobald er ihn zum Reden bringt. Verstanden? Alles klar. Verstanden. So, alles klar, dann wollen wir mal. Kelus Arandos Haus. Oh, nichts für rein. Bleib weg! Noch einen Schritt weiter und ich schneide mir die Kehle durch. Ich gehöre nicht zu den Wachen. Ich möchte nur reden. Warum sollte ich euch vertrauen? Wollt ihr wirklich sterben? Ich bin hier eure einzige Hoffnung. Schön, schön. Aber macht ja keine Dummheiten. Kommt hier rein. Ich komm rein. Juhu, ich darf hinein. Wir haben es geschafft. Das war schon mal einfach, sein Vertrauen zu gewinnen. So, moin. Lass mich erstmal gucken, ob ich was looten kann, ne? Aha, hier noch Fässer. Alles klar, da. Bratfett, na geil. Hast es ja richtig gemütlich gemacht hier. So, Moment. Das ist schon durchgesucht. Du warst schon fleißig hier, ne? Hast schon mal geguckt, was du alles klauen kannst. Dünne Brühe, nur kochen wolltest du nicht. So, hier noch. Altes Fleisch. Mh, lecker. Weinregal. Leer. Es ist eindeutig nicht leer. Ich kann, na gut, vielleicht sind die Flaschen leer. Wobei da noch ein Korken drauf ist. Insofern voll die Verarsche. So, hallo, Fassion. Ihr seid keine Wache. Den Sternen sei Dank. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Zeit? Wovon redet ihr? Sie kommen. Ich weiß, dass ihr nur eine Ablenkung seid. Hört genau zu. Hauptmann Astania ist korrupt. Sie gehört einer Gruppe an, die sich das Schleiererbe nennt. Das was? Das Schleiererbe. Sie planen ein Attentat auf die Königin im Tempel. Sie haben Mitglieder des königlichen Stabs bestochen, damit die Rede hier gehalten wird, wo sie den Hauptmann in der Tasche haben. Ich verstehe, deswegen wollen die auch die Beweise nicht sehen. Habt ihr irgendwelche Beweise? Nein, nur das, was ich gesehen und gehört habe. Bitte, ihr müsst die Königin warnen. Sie schwebt in ernster Gefahr und die Wachen hier... Oh nein. Aber was stimmt nicht? Gut gemacht, Bürger. Verräter. Abschaum. Haltet die Klappe, ihr seid verhaftet. Mein Leben steht ganz und gar im Dienst der Königin. Aber sicher doch. Faritale? Mit Vergnügen. Was war das jetzt? Sollte der jetzt umfallen oder so? Ich muss mit dem Wachtmann sprechen. Hallo. Gute Arbeit. Was werdet ihr mit ihm machen? Keine Sorge. Er wird eine gerechte Behandlung erfahren. Unser Hauptmann ist immer sehr gerecht in ihren Urteilen. Ich schätze, ich sollte jetzt besser Meldungen Gute machen. Gute Entscheidung. Wir sorgen dafür, dass dieser Mann in eine Zelle gebracht wird. Natürlich mit dem gebotenen Respekt. Quest abschließen. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt.
Ihr seid so kaltblütig wie die Schuppen Aureels. Viel Glück mit dem Hauptmann. Wisst ihr, wo ich den Hauptmann finden kann? Sie hat eine Nachricht geschickt. Sie hat sich aufgemacht, die Königin zu beschützen. Sie ist dann wohl im Herrenhaus. Mögen nun die Sterne eure Schritte lenken. Ich werde den Hauptmann dort aufsuchen. Begonnen eine heikle Lage. Oh, Stufenanstieg, na wunderbar. So, wollen wir doch erstmal das machen. Ja, ich weiß, wir verfügen über Attributspunkte. Würde ich sagen, machen wir jetzt einmal Magika. Haben wir noch mehr und nochmal wieder Leben. Okay. Und dann Skillpunkte. Okay, hier haben wir die durchschlagenden Hieb. Wir brauchen auf jeden Fall mal nochmal was Waffe, ne? Den schalten wir mal noch frei. Und Waffen selbst benutzen wir momentan. Was benutzen wir denn momentan? Haben wir auch. Und Rüstung, was benutzen wir da momentan? Schauen wir mal gerade, ob wir schon irgendwelche Rüstungsperks. Wir benutzen schwere Rüstung, weil wir auch ein Ritter sind. Entschlossenheit. Erhöht jedes Stück getragene schwere Rüstung, eure Rüstung um 1% und eure grundlegende Zauberresistenz um 1 aktuell Boni. Okay. Offene Welt. Seelenmagie. Nee, das hilft uns nichts. Was haben wir mit dem Volk? Kind der Hist. Handwerk brauchen wir noch nicht. Wir machen mal Waffen. Was benutzen wir denn momentan? Ich glaube, momentan benutzen wir Schwert und Schild. Ich gehe immer ganz gern auf zwei Handwaffen. Also würde ich mir den Punkt noch aufheben und warten, bis wir zwei einzelne Waffen haben. Okay, gehen wir zurück in die Vulkelwacht und sprechen mal mit dem Hauptmann. So, dafür müssen wir da entlang. Hier haben wir auch schon wieder einen Quest. Könnte ich jetzt mal gucken, was ist das denn? Missing, missing, missing. Ich glaube, das soll so nicht aussehen. Das sieht so ein bisschen nach Bug aus. Witzig. Handzettel der Magiergilde. Naja, ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Aber gut. Scheiße. Ja, da seht ihr schon das Spiel, wenn man überlegt, ihr bezahlt ja Monatsgebühren für und so. Es ist in einem Zustand rausgekommen. Ich weiß nicht, aber ihr werdet das ja noch sehen. Hungert ihr nach Wissen? Die Magiergilde sucht nach den talentiertesten, klügsten und fähigsten, um sie in ihre Reihen aufzunehmen. Seid ihr aus dem richtigen Holz geschnitzt? Sucht Karinurin in der Vulkelwachtgildenhalle am Marktplatz auf. Ich sollte können in der Magiergilde aufsuchen. Ich würde das mal machen, ne? Schadet ja nicht. Aber jetzt machen wir erstmal den Hauptmann. Das brennt ja erstmal. Lass mich mal. Was ist denn hier im Weg, doch? Lass mich mal durch hier. So. Hallo. Aki WM. 15. Oh, schon Level 15, du. So, mal gucken. Das ist ja doch gar nicht so klein, das Nestchen hier. Wenn ich das mal anguckt. Ist schon ein bisschen groß. Oh, wie hier so gedrehte Bäumchen. Wie hübsch. Das wird hier wahrscheinlich dann so näher Oblivion sein. Vor allem von der Optik her jetzt, ne? Wird das wohl passen? Ich muss mit euch reden. Ja, oh, ein Chippchen. Moment, ich muss irgendwie da hoch aufs. Na gut, wir reden erstmal. Hallo. Ah, mein Botengänger. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, ich möchte euch über. Ihr könnt damit sofort aufhören. Kraft meines Amtes als Hauptmann seid ihr hiermit festgenommen. Wegen des Verdachts eines geplanten Königsmords. Wovon sprecht ihr, Mann? Ich komme gerade von dem Schiff. Was ist da in eurer Tasche? Einsatzpläne der Seesoldaten am Tempel. Und rieche ich da etwa Gift? Das ist das Handwerkszeug eines Assassinen. Ihr braucht es gar nicht zu leugnen, ihr Abschaum. Kein weiteres Wort mehr von euch. Seht ihr, wie geil die deutsche Synchro ist? Nochmal zum also wirklich super. Lebt wohl. Okay, jetzt hat sie mich geboxt. Alles klar. Das hat ja super lange gedauert, bis wir mal wieder in einem Kerker stecken. Super. Lebst du noch? Scheiße, wir müssen hier irgendwie raus. Rasumdar. Ah, Rasumdars neuer Freund ist erwacht. Wie fühlt ihr euch, mein neuer Freund? Schrecklich, was geht hier vor sich? Es ist so, wie dieser gesagt hat. Rasumdar ist euer neuer Freund. Aber seine Freunde nennen diesen eigentlich nur Ras. Ihr habt vielleicht euren letzten neuen Freund bemerkt, Fasion. Er liegt da hinter euch, tot auf dem Boden. Das ist ja nicht so gut. Was ist ihm zugestoßen? Der Hauptmann ist ihm zugestoßen. Fasion und Ras haben als Agenten der Königin zusammengearbeitet. Fasion war nicht bereit, seine Geheimnisse preiszugeben. Und daher ist Fasion jetzt tot. Werdet ihr mich rauslassen? Ras braucht jetzt einen Partner. Also ja, ihr werdet bald frei sein. Aber nicht ohne Gegenleistung. Ihr müsst die Königin warnen und ihren Schlachtenvogt.
Der Hauptmann wird versuchen, die Königin beim Tempel zu ermorden. Sag mir nur, was ich tun soll. Ihr müsst an den Männern des Hauptmanns vorbeikommen. Sucht Eshaba auf, eine weitere Agentin unserer Herrin. Sie hält auf dem Marktplatz die Augen offen und preist ihre Waren an. Okay. Fragt sie nach einem Souvenir der ersten Auridon-Seesoldaten. Sie bringt euch auf den richtigen Weg. Alles klar. Wacht auf, neuer Freund. Wacht auf. Dankeschön euch. Ich sehe, du hast die Wache überwältigt. Okay, dann nichts wie weg hier am besten, ne? Gibt's hier noch irgendwas zu looten oder so? Wahrscheinlich nicht. Wo geht's denn raus? Da lang? Hier gibt's noch Schnaps. Aber raus geht's hier nicht. Gut, wir müssen in die andere Richtung. Kann ich noch mit dir reden? Dieser denkt, ihr habt vielleicht einige Fragen, neuer Freund. Oh ja. Was kann Ra's euch beantworten? Wie habt ihr mich gefunden? Dieser muss sich bei euch entschuldigen. Er hat nach Phasion gesucht. Es war ein glücklicher Zufall für uns beide, dass ihr gerettet werden konntet. Ihr seid der Zelle entkommen und Rasumdars neuer Plan, die Königin zu warnen, wird vorangetrieben. Warum könnt ihr die Königin nicht selbst warnen? Es ist etwas peinlich, aber das Gesicht von diesem ist einigen der Höflinge bekannt. Okay. Wenn Rasumdar sich ihnen nähert, würden sie ahnen, dass etwas nicht stimmt. Ihr hingegen, ihr seid ein neues Gesicht in einer Uniform der Seesoldaten. So bleiben sie ahnungslos. Das ergibt erstaunlich viel Sinn. Gibt es noch etwas, das dieser vermitteln kann? Also ihr arbeitet jetzt für die Königin, oder wie? Ja, so wie Phasion. Er hat euch nicht belogen. Wir sind die Augen der Königin. Wir sind nur wenige. Und wir halten uns an die Scharten. Doch wir haben die Ehre, zu den getreuesten Agenten der Königin zu gehören. Den getreuesten Agenten? Was ist mit den ersten Auridon-Seesoldaten? Der Schlachtenvogt ist von unerschütterlicher Treue. Er glaubt, seine Seesoldaten wären nicht anfällig für das zersetzende Gift des Verrats. Wie neu geschmiedete Stahlklingen. Aber Rasumdar weiß besser als die meisten, wie schnell sich Rost bildet. Könnt ihr mir sonst noch etwas über das Schleiererbe erzählen? Sie sind der Auffassung, wir bräuchten das Dominion nicht zum Überleben. Sie denken, die Königin macht einen Fehler, die Bosmer und die Khajiit auf eine Stufe mit den Hochelfen zu stellen. Rassisten, Isolationisten und auch ansonsten alles Narren. Ah, okay. Dann lebt mal wohl, ich gehe da mal los. Wir tapsen dann mal los hier, raus aus dem Loch. Halte ich mich keine Sekunde länger freiwillig drin auf. So, Fass ist leer. Was haben wir hier noch? Okay, immerhin ist es nicht missing. Scheiße. Ach ja. Aber sowas muss doch eigentlich auffallen. Das ist ja jetzt noch nicht gerade ein unzentrales Ding. So, dann wollen wir mal den Wachturm erklettern. Kommode. Die Trüche, die nehmen wir doch natürlich mit. Ne? Haben wir hier noch was? Eine Flasche. Okay. Ein Fass. Altes Fleisch. Super. Käse. Und dann wollen wir mal wieder zurück in die Vukil-Wacht. Hoffen, dass uns der Hauptmann nicht sieht. So, Hinweis. Sprecht auf dem Markt mit Eshaba. Schleicht euch an den Wachen des Herrenhauses vorbei. Erstmal muss ich mit Eshaba quatschen. Schleicht euch an den Wachen vorbei. Wo ist denn der Markt und wo ist Eshaba? Wir gehen den äußeren Weg. Das heißt, wir drehen uns um und gehen hier den Weg entlang, um jetzt nicht in den Bereich der Wachen zu laufen. Damit wir dann uns jetzt erstmal so eine Rüstung oder irgend sowas organisieren können, damit wir nicht so auffällig aussehen, weil momentan jetzt sehen wir doch sehr auffällig aus, aber wir haben einen schönen Tail. Super Sache. Und schleichen uns dann natürlich gemütlich und vorsichtig an denen vorbei. So. Moin, ihr beiden. Hahaha, die haben immer noch Spaß dahin, da hat sich nichts verändert. Goody. Da ist auch noch ein Quest. Also ich sehe schon, ich habe bei meinem anderen Run, am liebsten würde ich mal zurück in das Gebiet, was ich jetzt dann quasi übergangen habe, weil das ist ein bisschen doof, dass sie dir als ersten Quest geben, reise mit dem Bootsmann woanders hin. Wenn du das dann machst und nicht aufpasst, zack, bist du weg und kommst nicht wieder zurück. Da habe ich bestimmt einiges an Quests jetzt verpasst und deswegen bin ich so eine Wurst. Nicht gut. So, jetzt schnacken wir erstmal mit der. So, dele. Moin, Sam. Eshaba.
Eshaba hat so ziemlich alles, was ihr euch wünschen könnt. Was kann ich also für euch tun? Ich suche nach etwas sehr Bestimmtes. Ist das so? Seid nicht schüchtern. Was braucht ihr denn? Was du nun gleich wieder denkst, ne? Was ich brauche, ist ein Souvenir der ersten Orion-Seesoldaten. Ah, ja. Eshaba hat so etwas. Genau das Richtige für eure Bedürfnisse. Aber seid ihr wirklich sicher? An dieses Souvenir sind bestimmte Erwartungen geknüpft. Ja, ich weiß, was ich mir damit einkaufe. Ein weiser Kauf, sehr gewinnbringend. Hier, bitte greift zu, direkt aus der Truhe. Wenn ihr unseren gemeinsamen Freund seht, dann richtet ihm die besten Grüße aus. Wird gemacht, lebe erstmal wohl. So. Händlertruhe. Vulkanwacht-Soldatenverkleidung. Verkleidet euch als Mitglied der ersten Orion-Seesoldaten. Ihr habt eine Verkleidung erlangt. Legt sie an, um eure Feinde zu täuschen. Begebt ihr euch in den Kampf, wird eure Verkleidung entfernt. Schnellzugriff, Gegenstand, bla 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 bla. Das ist das Schnellzugriff-Menü. Das zeige ich euch, wenn wir es dann nochmal brauchen. So, jetzt seht ihr auch. Die sehen ein bisschen anders aus. Ich weiß noch nicht, ob die so viel Agonia bei sich drin haben, aber mal gucken. So, schleicht euch an den Wachen des Herrenhauses vorbei. Dann wollen wir das mal machen. Mal gucken, ob wir da einfach so rennen dürfen oder ob das nicht geht. Wo ist denn jetzt hier? Wo müssen wir hin? Da entlang? Jo, wir müssen dem Weg folgen. Folgen wir dem Weg für. Und ist das Ding immer noch missing? Mal sehen, ob wir den Baum nochmal finden. Nee. Moin. Ich muss da mal hier durch. Okay, das hat schon mal funktioniert. So weit, so gut. Sprecht in der Nähe des Tempels mit dem Schattenvogt Urkelmo. Wird gemacht. Da vorne ist er. Komme ich dann an dem vorbei, an den Leuten hier? Hoffentlich. Ihr merkt nichts, ne? Alles ist cool bei euch. Was ist das denn hier? Du bist ja hübsch. Hallo? Erklärt mir, was ihr hier macht. Sprecht leise. Schlachtenvogt. Rasumdar schickt mich. Rasumdar. Ja, den Namen kenne ich. Ihr habt aber meine Frage nicht beantwortet. Ja, es gibt ein Komplott. Ein Komplott, die Königin zu ermorden, Schlachtenvogt. Wir haben alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Das gesamte Gebiet ist abgeriegelt. Das wurde mir von Wachthauptmann Astania versichert. Ja, der Hauptmann steckt hinter dieser Sache. Sie plant, die Königin im Tempel anzugreifen. Der Hauptmann der Wache? Absurd. Oh, lebt wohl. Einen Augenblick, Urkelmo. Ich möchte hören, was dieser zu sagen hat. Königin Iren, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Rasumdar wurde erwähnt. Er handelt in meinem Namen. Wenn ihr dem nicht nachgehen wollt, dann werde ich das tun. Du siehst ich ja cool entschuldige aus. Mich, meine Königin, wie ihr wünscht. Ihr seid eine Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ihr da, kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Alles klar. Dann machen wir das. Ich bin immer noch verborgen, das ist auch cool, ne? Rein in den Tempel. So, betretet den Tempel. Tempel von Auriel. Mächtige Monster wandern durch die Wildnis von Tamriel. Manchmal werdet ihr Hilfe benötigen, um sie zu besiegen. Oder? Das ist mir schon aufgefallen. Das ist auch so ein Problem an dem Game, ist der Schwierigkeitspeak. Da hast du manche Quests, die sind so easy, ist schon lächerlich einfach. Da sind auch die Endgegner lächerlich einfach, weil man sie einfach alleine in Sekunden umknüppelt. Und dann will man einfach nur durch eine Höhle und dann sind so viele Mobster verteilt, dass man niemals alleine das schaffen kann. Wenn man nicht sowieso schon überlevelt ist. Erbarme dich. Was geht hier vor sich? Ich habe es dir doch gesagt. Hier. Es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Passt auf dem Balkon. Das ist eine Falle. Oh, holy shit. Okay, Mo, wie ich sehe, habt ihr mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astania, Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf, aber mir reicht auch der eure. Tötet sie. Mist, mitten jetzt geht's los. Jetzt müssen wir erstmal die Assassinen besiegen. Da kann ich jetzt da wohl schlecht den Part breaken. Warum greift ihr nur mich an? Greift auch den Typen an. So, die erste haben wir.
Nur noch 2-0. Oh, 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 oh. Scheiße, Astania. Das war knapp. Holy es shit. Ist noch nicht vorbei, Schlachtenvogt. Oh nein, noch mehr. Warte, jetzt muss ich erstmal heilen. Oh, guckt euch das an, wie ich zersetzt werde. Unglaublich. Eure Ausrüstungsgegenstände werden beschädigt. Das hat nicht so gut funktioniert, ey. Nächster Weg schreien. Alles klar, wir entspannen uns einmal kurz. Wir machen dann gerade fix einen Break. Es geht dann im nächsten Part hier mit dem Kampf weiter. Ich bedanke mich soweit erstmal bei euch fürs Zusehen. Vielleicht macht das auch alleine fertig, bis wir dann da sind. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wenn euch das gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback. Dürft ihr natürlich wie immer unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht doch nicht im nächsten Part wieder. Habt ihr den jetzt fertig gemacht, den Typen? Ihr Schweine. Wie soll ich denn gegen 2 Level 4er alleine klarkommen? No chance. Nicht ohne Heilmagie. Das ist ja Wahnsinn. Ihr seht, das könnt ihr vergessen, ne? Ah, nächster Weg schreien. Okay, weiter geht's. Man kann nur hoffen, dass man durch ständiges Wiederbeleben vielleicht irgendwann genug Kraft hat. Du könntest auch mal ein bisschen mithauen, Junge. Ja, ja, ja. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Kommt hier runter und stellt euch eurem Schicksal. Oh, noch mehr. Um Gottes Willen. Leute, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Besiegt die Assassinen. Was habt ihr euch denn dabei gedacht, Leute? Nächstes sehen noch. Oh, und schon wieder tot. Ihr wurdet besiegt. Was für ein Schwachsinn. Oh Mann, ey, ich sag da nichts so, ne? Aber das ist doch bescheuert. Wenn man dann sagen würde, okay, einer nimmt den einen, der andere nimmt den anderen. Persönlich um euch kümmern. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon. Wenn das dann nur noch sie ist, kann das ja funktionieren. So. So kann ich es mir vorstellen. Geil. Oh, scheiße. Meine Magie ist auch leer. Ach. So, das hat geklappt. Wir müssen der Königin Meldung erstatten. Ja. Verschwinden wir von hier. Gleich, jetzt muss ich erstmal breaken. So Leute, wie gesagt, der Part ist schon längst rum, aber da ging ja nicht anders. Ihr habt die Katastrophe gesehen, ne? Entweder bin ich echt zu dumm gewesen oder es ist leicht schwer gewesen. Aber gut. Ich bedanke mich soweit erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wenn euch es gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback wie immer unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.